Im Himmel und auf Erden. So haben die Verantwortlichen die Ausstellung über Franz Martin Kuhn genannt. Und beim Blick auf diese Bilder lässt sich erahnen, warum. Gerade für die Menschen im 18. Jahrhundert waren sie noch viel ausdrucksstärker als für den heutigen Betrachter. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn man sich den Mildealltag von damals vorstellt, was hatten die Leute an Bildern? Sie hatten vielleicht ein paar kleine schwarz-weiß gedruckte Andachtsbüchlein. Das war es. Und dann kommen sie in die Kirchen, erheben ihr Haupt und sehen da wirklich Bilder, die ihnen wie ein Wunder vorgekommen sein müssen. Und das ist für mich sozusagen der Kerngedanke der barocken Deckenmalerei, das Wunder des Glaubens durch das Wunder des Bildes zu offenbaren. Und das kann man am Beispiel von Kuhn natürlich auch in vielen anderen immer sehr exemplarisch nachverfolgen und sich im Einzelnen dann auch klar machen. Museumsdirektor Matthias Kunze beschäftigt sich mit Unterbrechungen schon seit fast 30 Jahren mit dem Künstler Franz Martin Kuhn. In der Ausstellung sind seltene und hochinteressante Stücke zu sehen, sowie das Skizzenbuch Kuhns im Original. Es ist ein bedeutendes Dokument, das den Werdegang des Künstlers offenbart. Man muss sich klar machen, Weißenhorn war eine 1200-Einwohner-Stadt. Er kam aus einfachen, lokalen Verhältnissen und hat es geschafft, während seines Lebens und vor allen Dingen dank der Ausbildung in Italien, dank des Besuchs vom Atelier dieses Giovanni Battista Tiepolo in Venedig, sich wirklich auf internationalen Standard hochzubringen. Und das Tolle ist eben, dass man diese Weiterbildung in Italien hier im Museum anhand einer großen Zahl venezianischer Skizzen von ihm nachverfolgen kann, ganz konkret nachverfolgen kann. Die Ausstellung will zum einen das Schaffen des Künstlers, zum anderen aber auch die Lebensgeschichte Franz Martin Kuhns beleuchten. Eine Nachbildung der damaligen Stadt Weißenhorn zeigt das Geburtshaus Kuhns. Schon sein Vater und sein Onkel waren Maler. Farbenfrohe Deckenbilder feierten in dieser Zeit einen Siegeszug in süddeutschen Kirchen. Und das Talent des jungen Franz Martin Kuhn wurde bald offenbar. Ulrich Hoffmann hat an der Umsetzung des Kuhn-Jahres im Museum großen Anteil. Und er weiß, dass der Künstler seine eigenen Vorstellungen durchaus selbstbewusst umzusetzen vermochte. Ich habe so den Eindruck gewonnen von einem sehr lebenslustigen Mann, ja, der sehr neugierig war aufs Leben, der auch von daher gelegentlich ein bisschen angeeckt ist. Also es gibt immer wieder auch mal so Phasen, wo er ein bisschen auch mit der Stadtherrschaft in Clinch lag, weil er einfach ein bisschen unangepasst war. Er war einer, der sehr naturverbunden, auch sehr kinderlieb war und einfach eine künstlerische Begabung auch hatte, Dinge dann ins Bild zu bringen, die ihn bewegt haben, die einfach ja schon sehr außergewöhnlich ist. Das Museum in Weißenhorn zeigt die Schau über Franz Martin Kuhn auf verschiedenen Ebenen. Seine Lebensgeschichte und wichtige Eckpunkte zeigen Stationstafeln und natürlich sprechen seine Bilder für sich. Kuhn war ein überaus fleißiger Künstler. In den knapp 30 Jahren seiner Schaffenszeit malte er rund 50 Kirchensäle aus und ermöglichte vielen Menschen der Barockzeit damit einen farbenfrohen Blick in den Himmel. Himmel und Erde waren nicht weit auseinander, sondern sehr eng miteinander verbunden. Und wenn man die Bilder von Franz Martin Kuhn anschaut, dann sieht man auch eigentlich nie einen leeren Himmel, sondern in diesem Himmel, den Kuhn malt in seinen Bildern, ist immer jede Menge los. Da ist also eine enge Verbindung da zu dem, was auf der Erde läuft. Das ist so, denke ich, so diese Spiritualität, sich in einem Kosmos eingeborgen zu wissen, wo Himmel und Erde zueinander gehören. Die Ausstellung Franz Martin Kuhn, Bürger und Künstler in Weißenhorn, ist im Heimatmuseum noch bis zum 30. Juni zu sehen. Damit endet die Feier des 300. Geburtstags des Künstlers aber noch lange nicht. Das benachbarte Kloster Roggenburg präsentiert von Mitte Juli bis Dezember Zeichnungen und Gemälde Kuhns. Dort hat er fast die Hälfte seines Künstlerlebens gearbeitet. Franz Martin Kuhn starb im Jahr 1771 im Alter von nur 51 Jahren auf einer Reise nach Österreich. Die Faszination, die seine Bilder bis heute auf viele Menschen ausübt, hat die Zeiten überdauert. Sein Werk und seine Lebensgeschichte sind bis heute Zeugnisse des Talents und der Schaffenskraft eines Mannes, der aus dem kleinen Weißenhorn stammte und den Menschen den Himmel ein Stückchen näher brachte.